Also, hier hatte ich auch erwähnt, dass ich ein passendes Sägeblatt reintun werde. Und ich tue ein MGT Nummer 7 einspannen. Das muss ich jetzt einmal hier kurz aufwendig rausfriemeln. Es sei denn, ich kriege das schneller hin. Mal gucken. Ja. So ist richtig. Also ein MGT Nummer 7. Ein Schnellschnitt-Sägeblatt mit weitgezahnten Zähnen und auch mit Gegenzähne. Das kann ich jetzt hier unten einspannen. Ich guck mal, ob es klappt auf Anhieb. Ansonsten muss ich mich drunter bücken. Ich spanne es erstmal oben ein, dann weiß ich sicher, dass ich es hinkriege. Ja, so, und jetzt hier unten. Das untere muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen . Ich hoffe, ich habe es gut eingespannt, ansonsten wird es wahrscheinlich raushüpfen. So. Der Test kann beginnen. Ich werde einmal hier reinsägen und dann letztendlich könnte man sagen, dass der Test beginnen könnte. Natürlich könnt ihr auch hier reinsägen oder egal wo, aber ich möchte so gut wie möglich eine gleiche Position schaffen wie beim vorherigen Test. Stopp, einmal die Staubabsaugung. Der Test kann beginnen.
So, ich habe jetzt eine andere Strecke hier gewählt. Jetzt muss ich gucken, dass ich da wieder hinfinde. So, Fazit. Die Excalibur, die besitzt eine Art Pendelhub und dadurch ist es meiner Meinung nach eher möglich, dass diese schneller sägen kann. Das ist mein objektives Empfinden und auch eine Erfahrungssache. So, jetzt kann ich natürlich nicht mehr nachvollziehen, welches das letzte war, aber im gleichen Sägeblatt gesägt dürfte es dann auch dementsprechend die Qualität gleich sein. Keins bedarf einer Nacharbeitung. Insoweit top. Selber bin ich dann auch gespannt auf die Zeiten und ich hoffe, es wird interessant für Sie, wenn Sie dann dementsprechend alle Tests miteinander selbst vergleichen. Ciao, ciao.